Hans Baumann, ein Alteisenhändler aus Wien, lebt in einer Zwischenkriegszeit. Er wartet ständig auf den Angriff und sorgt vor. Er baut sich seine Atomschutzbunker selber. Einen hat er schon, am nächsten baut er. Und wenn er in den Himmel schaut, dann plagen ihn Visionen. Hans Baumann lebt mit der Bombe. Er erwartet sie und kommt ihr bei mit Pfiffigkeit. Für ihn hat der Atomkrieg seine Schrecken verloren. Oder fürchten Sie sich vor der Atombombe, Herr Baumann? Nein, im Grunde genommen nicht, denn ich habe ausreichend vorgesorgt. Meine Vorsorge war ja dahingehend, dass ich mir sage, die Welt draußen ist unruhig. Und ich muss dazu sehen, falls von dieser Unruhe etwas zu uns hereinkommt, dass ich mich genügend schütze. Bereit sein ist alles. Hans Baumann und seine Getreuen sind allzeit bereit. Einsatzübung in der Donaustadt. Einmal im Monat probt die Atomschutzbruderschaft für den Ernstfall. Devise: Überleben. Atomstaub wird mit Wasser weggeschwemmt. Wer sich nicht säubert, findet keinen Einlass hier. Ja, wer darf überhaupt in diese Arche Noah aus Beton? Und wer darf nicht? Natürlich, wenn einer Rauschgiftsüchtiger herkommt, den werde ich natürlich ablehnen und wir natürlich einen Gesunden reinnehmen, soweit der Raum ausreicht. Das ist ganz selbstverständlich. Oder wenn einer mit Gewalt rein will, das geht natürlich auch nicht, weil das ist ja dann später ein Nachteil, falls eine Panik ausbricht, dass der höchstwahrscheinlich der Erste ist, der alles krumm und grau und verbogen haut da unten. Das geht natürlich auch nicht. Leider ist es also so, dass wir einen wunderbaren Luftschutz haben am Papier, aber im Praktischen schaut es so aus, dass wir den Grobsand, den Filtersand, in Österreich noch nicht bekommen. Es hat sich wohl eine Firma bereit erklärt, es laufen auch Versuche in Seibersdorf, aber ich finde, dass es sehr fast zu langsam geht, bis wir einen Sand beziehen können. Also was nützt es mir dann alles, die ganze Vorbereitung, wenn ich eigentlich den Vorfiltersand nicht kriege. Hier herunter sehen Sie die schweren Stahlplatten, die wiegen einige Tonnen, sind tief, sind fast 3 Meter in der Erde drinnen einbetoniert. Und nach meinem Ermessen nach holen Sie den ersten Stoß auf, fangen ihn auf, absorbieren den Stoß, sodass mir im Wesentlichen meine Filteranlage geschützt ist. Also ich möchte besonders hinweisen, eine Filteranlage soll auch geschützt sein. Der Abgang ist so gehalten, dass er jeder bequem runtergehen kann. Und wir nähern uns jetzt dem eigentlichen Schutzraum. Bis jetzt war es ja nur immer nur ein Eingang mit Filteranlage. Martina, die komm her da ein bisschen. Da komm her. Das ist ein Platz, der macht nichts. Schmeiß oben das Gerät. Komm, Martina. Nein, ich muss den Müll machen. Alles abgerissen. Achtung, Herr, Herren. Ander, du nimmst die Mäntel, versorgst die Mäntel. Martina, du schaust, dass du einen Kaffee warm kriegst. Maria, besetzt die Funkstation. Und geh rein mit der Kleinen. Tu gleich die Betten einteilen. So, klappt alles? Na, wunderbar. Martina, schau, jetzt schon rein, das Wasser kommt her. Wenn draußen jemand auf unsere Kontaktsperre trifft, so wird hier das angezeigt, hier im Bunker. Also es ist praktisch schwer eine Möglichkeit, ungesehen, ungehört zu uns heranzukommen. Die Sicherung erwähne ich besonders, weil wir zu dem Schutzraumproblem vielleicht noch andere Probleme zu erwarten haben, die eben von draußen kommen. Komm, raus, Kaffee trinken, Mario, gibt's was Neues bei der
Anderen, ich bin vollkommen sehen, wunderbar. Ich glaube, der hat die Kaffee für den Freund gut. Die Parole Zivilschutz. Ist Selbstschutz. Mit der entsprechenden Vorsorge so, meine Herrschaften, ihr wisst, ich brauche da nicht viel dazu sagen, aber etwas müssen wir nur ganz rasch dazu lernen. Schaut euch das an, das Wichtigste ist das Ausbruchswerkzeug. Das, stellt euch vor, die Decken fangen an zu vibrieren. Stellen wir zwei Tische aufeinander, und jetzt ist so eine Bank drauf und spannt die Winkel ganz einfach da rein. Wir haben hier genug Winden und Werkzeuge herunten. Die ja. sind ja für den Zweck das da. Du bist auch ein Winden, aber das, die ist sehr groß. Die ist sehr groß und so erhebt. Die kann mehr heben. Die hebt, die ja. hebt sogar 20 Tonnen. Also die hebt fast dreimal so viel als wie diese kleine Winde. Du hast gesagt, die hebt. Sieben. Circa 7 Tonnen. Also man kann sie auch überbeanspruchen, sie würde sogar 10 Tonnen heben. Aber deine Frau, du passt schön auf. Ja. Hallo? 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 Hier Strandschutzraum Wien-Donaustadt. Was gibt's? Was? Na, was ist? Na, wie schaut's draußen aus? Na, was ist? Na, wie schaut's draußen aus? Na, was ist? Na, wie schaut's draußen aus? Wie schaut's draußen aus? Eins, zwei, ab. Zwischenverpflegung. Bitte, damit wir ihr Getränke sparen, gehen wir heute jeder ein paar Pflaumen. Nein. So, ich hab auch.